Was war Ihnen damals besonders wichtig? Denn das war ja damals eine ganz neue Geschichte, dass man kirchliche Räume so gebaut hat. Nicht nur eine einzelne Kirche, sondern ein ganzes Gemeindezentrum heran. Also eine ganz andere Form auch von Lebensgemeinschaft, Glaubensgemeinschaft, im Grunde auch ein neues Konzept. Was war Ihnen damals wichtig, als Sie dieses Gebäude geplant haben? Ja, wichtig war, der Gemeinde Räume zu bauen, in denen sie ihre Gottesdienste halten konnten, wo sie sich aber treffen konnten, auch nach den Gottesdiensten, zu Familienfesten und zu anderen Veranstaltungen. Und das Schwierige ist ja, wenn man sowas baut, baut man es zu groß oder baut man es zu klein. Und der normale Gottesdienst, also nicht die großen Feiertage wie Weihnachten, Ostern und so, sondern da ist die Gemeinde verhältnismäßig klein. Aber zu besonderen Gottesdiensten an Weihnachten oder Ostern ist die Gemeinde groß. Also sollte man nicht eine Kirche bauen, die immer halb leer ist oder die zu klein ist und dann nicht der Platz reicht. So kam die Idee, einen Gottesdienstraum zu bauen, den man verlängern konnte, durch den Gemeinderaum dahinter, getrennt durch die Empore. Und wenn man da hinten aufmacht, kann man das alles noch dazu nehmen. Das war also die Idee, dass diese Kirche so lang wirkt oder lang ist, weil man beide Räume vereinigen kann. Dann waren natürlich Kindergarten da, es war ein Pfarrhaus zu bauen, also Räume auch für Gemeindedienerinnen oder also andere Veranstaltungen braucht man kleinere Räume. Und so ist also der Gedanke entstanden, dieses Gemeindezentrum um einen Hof anzulegen. Und nach außen zur Stadt, in die Umlegung, brauchte man ja auch ein Ausrufezeichen. Und das Ausrufezeichen ist der Glockenturm. Auch das war eine besondere Art. Wir haben hier einen offenen Glockenturm, also nicht geschlossen, sondern man kann die Treppen innen frei hochgehen in den beiden Scheiben, Betonscheiben, dass oben dann die Glockenstube war, wo der Schall sich gesammelt hat und nach außen treten konnte. Also das war die Hauptidee. Vielen Dank. Bitte. Sie hätten können wahrscheinlich nicht wissen, dass uns heute die Räume tatsächlich oft zu klein sind. Manchmal auch für ganz normalen Sonntag. Wir könnten noch was brauchen, um das ein bisschen größer zu machen. Aber es ist ja gut, wenn das so ist, wenn die Räume so gut genutzt werden. Offensichtlich so viele Menschen hier wohlfühlen, dass sie auch gerne herkommen. Vielen Dank. Lieber Herr Jöks, das möchte ich auch an Sie eine Frage stellen. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, zu dem 100-jährigen Jubiläum dieser Kirche in 50 Jahren nochmal hier zu sein. Das ist schon was ganz Besonderes, dass Sie sozusagen dieses Kind nach 50 Jahren hier auch nochmal sehen. Aber was war denn Ihre Intention in dieser wachsenden Gemeinde damals in den 60er Jahren, etwas auf den Weg zu bringen, was Sie dann auch in andere Hände legen mussten, Pfarrer Nickel weitergeben? Was waren Ihre Gedanken zu sagen, wir müssen uns da verändern und nochmal was Neues machen? Ja, ich bin hierher gekommen als Vikar. Und da war im Pfarrgarten so ein Gebäude, was man als Kapelle benutzt hat. Und dann habe ich als erstes gesagt, das Erste, was wir bauen, ist eine Kirche. Denn so wichtig, dass man im Pfarrgarten da so ein Ding da haben und da auch so Gottesdienste halten. Das langt heute nicht mehr. Das muss für die Zukunft gebaut werden. Und dann kam die Frage eben, wo nimmt man jetzt ein Grundstück her für die Kirchengemeinde? Und da ist zum Glück ein der Bürgermeister, der Herr Burger, offen gewesen und hat also dafür gesorgt, dass wir auch ein ordentliches Grundstück haben. Und das Grundstück muss ja auch so sein, dass es einigermaßen erstmal die Dinge auffasst, die wir bauen wollen, und zum anderen so liegen, dass es doch von der Stadt jetzt zu erreichen ist.
Aber wir sind ja nur mittendrin, die alte Kirche haben dann abgerissen. Das hat ja sehr schmerzlich für viele gewesen, weil da natürlich alles drin war. Aber an der Stelle ist nun diese schöne moderne Kirche, die hoffentlich länger steht als die vorherige. Und das war hier eine Zeit, das kann man sich nicht vorstellen, wenn eine Gemeinde jetzt eine neue Kirche kriegt und die alle abreißt. Und dann das Abreißen der Alten ist schon problematisch, nicht nur die Jahrzehnte, Jahrhunderte, alle im Stadt, das hat man wunderbar. Jetzt die Länge und damals die schöne. Wir haben uns von der Schule her gekannt und ich wusste, wie er baut, weil wir vorher schon miteinander gemacht haben. Denn es kam hier mal ein Architekt und der wollte also hier, man braucht nicht sagen, Moment mal, gehen Sie in die Kirche. Na, was hat das alles zu tun? Gehen Sie in die Kirche? Nein, dann kriegen Sie keinen Auftrag. Wir können nur Leute gebrauchen, die ihr Herz bei der Kirche haben. Wir können nur keinen Kirchenbau haben, der Fastnachtsfall feiert. Das ist sehr entscheidend. Das ist sehr entscheidend, was der Kost, ich kenne das von der Schule her und schon von der anderen Seite. Ich wusste, das ist jetzt ein Mann, der im Sinne der Kirchengemeinde und der Kirche baut. Und das war das A und das O, wenn am Ende die Kirche steht. Wie geht es Ihnen denn? Sie haben recht, natürlich. Was, wie geht es Ihnen denn, wenn Sie heute, nach 50 Jahren, in diese Gemeinde kommen, in diese Kirche kommen, auch in diese Stadt kommen, in der Sie ja oft wegen Bauleitung und allen möglichen Dingen auch zu tun hatten? Sie haben die Einladung hier auch erlebt, waren auch ab und zu mal wieder hier, aber nicht so oft in der Gegend. Wie geht es Ihnen heute, nach 50 Jahren, auch wenn Sie sich umschauen? Es ist vieles ja noch ganz ähnlich wie damals. Manches auch gleich und ganz genauso, manches hat sich auch ein bisschen verändert. Weil dieser Innenhof, dieses Johannesplätzle, der ist voll am Sonntag, weil sich dort Menschen treffen und miteinander reden. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie jetzt nach 50 Jahren in dieses alte, aber doch auch andere und erneuerte Gebäude kommen? Also ich finde jetzt immer noch gut, was ich gemacht habe. Jetzt die letzte Frage geht nochmal an Sie. Einfach eine wichtige Erinnerung aus Ihrer Zeit als Gemeindepfarrer hier in Bühl. Das war eine aufregende Zeit. Da gab es ja damals auch noch zwei Gemeinden, da wurde neu geteilt, da kamen viele Leute dazu. In der ganzen Gegend hat sich viel entwickelt. Das ist ja noch eine ganz wichtige Erinnerung, wenn Sie an Bühl denken und Ihre Zeit als Gemeindepfarrer hier in Bühl. Ja, da waren wir immer was. Doch eine Sache, die so nur eins, was Ihnen jetzt gerade einfällt. Ja, das ist natürlich die Zeit gewesen, wo ich noch jung und kräftig war und jedes Jahr Sommerlager. Ich sehe dann die Manni Schäfer und sonst welche. Ja, und hier der. Ja, die jedes Jahr die Sommerlager. Das war die Sache in der Jugendarbeit. Und die hat auch das Jahr über dann gehalten. Die Jungscharen, die waren auch später noch dadurch immer wieder das Sommerlager. Das war für mich also das Herzstück der Jugendarbeit. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe den Eindruck, die den Kinder haben, sonst werden sie nicht kommen. Das sind ja einige heute auch hier, also von daher ja, war das auch ganz erfolgreich. Ganz herzlichen Dank, das waren nur so ein paar ganz kurze Einblicke. Wie gesagt, die beiden sind daher auch noch da. Man kann auch nochmal persönlich auf sie zukommen und nochmal andere Dinge auch erfragen. Ich freue mich auch, dass Sie mitgekommen sind.